Hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute habe ich für euch dieses Auto mit diesem Schlüssel und es gibt eine Besonderheit, denn das ganze Auto hier ist eine Cargo-Version. Das heißt, hier geht es darum um Nutzwert und zwar für Handwerker, Betriebe, Dienstleister oder eben für alle, die einfach nur Platz benötigen zum Transport. Und dann schauen wir uns heute den Toyota ProAce City an. Interessant, es ist natürlich ganz klar ein Fahrzeug, was wir schon so kennen, ob als Opel Combo Live Cargo, ob als Citroën Berlingo oder als Peugeot Rifter. Hier steht er jetzt auch von Toyota. Toyota hat ihm das Markengesicht gegeben. Neue Scheinwerfer, schön schmal, gefallen mir gut. In der Mitte dann die schwarze Blende, die das Toyota-Logo trägt. Und das ist eigentlich auch schon die Hauptänderung, die wir hier haben. Natürlich gibt es auch von der Cargo-Variante zwei verschiedene Längen. Und zwar fahre ich hier die Kurzversion mit 4,40 Meter. Es gibt auch eine 4,75 Meter Variante. Da passt natürlich noch mal mehr rein. Und die Langversion bietet zudem auch die Möglichkeit einer Doppelkabine. Dann wird natürlich der Frachtraum etwas kleiner. So aber ist der Frachtraum schon groß genug. Wir haben in der kleinen Variante mit dem starken Motor fast eine Tonne Nutzlast. Es passen hier hinten 3,4 Kubikmeter Stauraumvolumen rein. Natürlich geht auch eine Europalette hier hinten rein. Die Türen hier öffnen natürlich, wie man es so kennt, schön weit im 90-Grad-Winkel. Das ist auch wunderbar. Hier geht auch alles rein, wie wir sehen. Es gibt hier auch eine Durchreiche nach vorne. Wenn man dann die Beifahrerlehne umlegt, dann kann man bis zu 3 Meter lange Gegenstände in der Langversion einladen. Hier geht aber eine Europalette einfach rein, mit dem Stapler reinfahren, Europalette rein, verzurren und alles ist schick. Hier übrigens würde es dann noch eine Überladeanzeige geben. Die gibt es optional, sehr, sehr zu empfehlen, natürlich, damit man keinen Stress mit der Polizei bekommt. Hier seht ihr, dass das Ganze für eine kleine Reisetasche wie meine natürlich lächerlich ist. Alles sehr gut ausgekleidet hier, wunderbar. Auch sehr gute Materialien, die wir hier haben, denn die ganzen Verzurrösen sind verzinkt. Das schaut gut aus. Das heißt, da besteht auch keine Möglichkeit, dass hier das Ganze schnell etwas alt ausschaut. Ja, verzeiht mir, wenn ich mich nicht so perfekt mit Cargo-Varianten auskenne, aber dennoch möchte ich euch einfach mal heute dieses Auto hier so ein bisschen vorstellen. Wir sehen auch, die Cargo-Variante hat tatsächlich kleinere Rückleuchten. Hier übrigens, der Schlüssel ist genauso wie hier. Es gibt eine Zentralverriegelung mit schlüssellosem Zugang für die, die das Ganze haben möchten. Natürlich gibt es auch die Variante mit zwei Schiebetüren. Hier ist eine Schiebetür verbaut, die können wir auch öffnen. Die ist auch breit genug. Klar, die Europalette passt so nicht rein, aber dennoch, hier können wir das meiste an Stauzeugs ebenfalls unterbringen. Ganz gut auch hier das Trennnetz, das ist eine sichere, stabile Wand, dass die Sachen natürlich nicht nach vorne rutschen. Hier können wir solche Sachen auch nochmal eben rausholen. Und hier wäre dann eine Durchladereiche, die wir optional bestellen können, sodass wir dann auch in den Frachtraum laden können mit einem Skisack quasi ähnlichen Sack, dass die Ladung auch noch nicht für Verletzungen im Innenraum sorgt. So, machen wir mal die Schiebetür hier zu. Und dann blicken wir jetzt auch hier schon mal kurz so ein bisschen rein. Und da sehen wir jetzt hier die Variante 3 Sitze. Naja gut, der in der Mitte sitzt, der sollte nicht allzu korpulent sein, so wie meine Wenigkeit. Da passt der nämlich sonst nicht so schnell jemand hin. Es gibt hier die Möglichkeit, das Ganze nochmal umzuklappen. Dann würde sich hier auch noch ein angenehmer Tisch ergeben. Naja, oder Ablagemöglichkeit. Persönlich finde ich sowas ganz praktisch. Klappen wir den mal wieder zurück. Die Vorbank können wir auch nach oben klappen hier. Ja, wunderbar. Dann könnten wir nämlich auch tatsächlich hier noch mal was Größeres reinstellen. Ja, ist doch ganz praktisch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder? So, Sitzbrett nach unten. Dann laufen wir einmal rum. Und dann würde ich nämlich auch sagen, setzen wir uns doch mal rein, schauen uns kurz noch den Innenraum an. Und dann fahren wir noch eine Runde und schauen, was so ein kleiner Kastenwagen eigentlich zu leisten imstande ist.
Ja, jetzt sind wir tatsächlich hier im Innenraum vom Toyota ProAce City in der Cargo-Variante. So, wir sehen als erstes, was ist wichtig für den Handwerker? Jede Menge Ablagefächer, ist ja ganz klar. Er hat allen möglichen Kram, den er verstecken muss. Dann haben wir hier ein großes Ablagefach, da geht viel rein. Dann haben wir hier ein kleines Ablagefach. Dann ein doppeltes Handschuhfach. Da geht auch jede Menge rein. Ja? Das ist vor allem sehr tief, da geht wirklich viel rein. Dann haben wir hier noch so eine kleine Ablage, da fliegen meist wahrscheinlich dann die Stifte durch die Gegend. Dann hier unten, da würde normalerweise das richtige Handschuhfach hinkommen, das ist jetzt hier offen, gibt es aber auch geschlossen in der Variante. Hier unten, da passt das Smartphone rein, Schlüssel oder sonst was, das ist, was man schnell benötigt, da ist auch ein Stift. Da ist aber auch eine Induktivladeschale optional erhältlich. Und dann das Münzfach hier unten fürs vom Trinkgeld, 12 Volt Stecker übrigens da unten. Das ist der Automatikwählhebel für die optionale 8-Stufen-Wandlerautomatik, die hier verbaut ist. Das hier ist dann das Terrain-Response-System. Naja gut, ich nenne es jetzt einfach mal so. Nichts anderes ist es als eine variabel einstellbare Traktionskontrolle, die für verschiedene Untergründe die passende Übersetzung zurecht hat. Und so geht es dann relativ schnell. Es gibt auch eine Bergabfahrhilfe für steiles Gelände. Dann hier die Klimaanlage. Es gibt optional natürlich auch eine Klimaautomatik. Persönlich würde ich aber sagen, das reicht. Die ist etwas tief angeordnet und ein bisschen für denjenigen, der sich schon schwer tut mit seinem Augenlicht, ist es schwer ablesbar, die Räder. Aber gut, das kriegt man auch mit der Zeit hin. Hier 8 Zoll groß, maximal das Display, was man ordern kann. Ich würde es natürlich jedem empfehlen, da man hier mit Apple CarPlay einfach dann relativ schnell und einfach navigieren kann. Fahrassistenzsysteme können wir hier einschalten. Navigationskarte ist bekannt. Dann haben wir hier Radio, die Schnellwahltaste. Ansonsten hier geht es in die Konnektivität mit Apple CarPlay oder Android Auto. Das Telefon können wir dann hier mit koppeln und noch diverse Einstellungen hier vornehmen. Lüftungsaustritte haben wir hier unten. Dann gibt es natürlich große Türablagen. Da passen 1,5 Liter PET-Flaschen ohne Probleme rein. Die ganzen Materialien sind robust und gut abwaschbar. Dann haben wir hier noch das Trennnetz da hinten. Und hier oben ein Haltegriff sowie ein großes Ablagefach, wo jede Menge Zeugs reinpasst. Atlas, Betriebsunterlagen, Lade von Frachtpapiere oder ähnliches. Da sollte auch jeder was haben. Die Außenspiegel sind auch angenehm groß. Es gibt auch eine Rückfahrkamera im Normalfall, die man sich ordern kann, würde ich sogar empfehlen. Hier kann man auch vor Dieben den Frachtraum tatsächlich verriegeln, auch eine durchaus praktische Sache. Ein weiterer großer Punkt ist natürlich da unten der Tempomat. Der wird hier relativ einfach mit den Händen bedient. Das hat man schnell raus. Schaltpedal für das Automatikgetriebe und analoge Kombi-Instrumente, gut ablesbar mit einem kleinen Bordcomputer, den wir hier über das Multifunktionslenkrad bedienen können. So, jetzt habe ich euch die Bedienung gezeigt, jetzt geht es aber los auf die Straße. Starten wir den Motor. Unter der Haube arbeitet hier übrigens ein 1,5 Liter Vierzylinder Turbodiesel mit 130 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment. Das ist natürlich jetzt schon eine Hausnummer, denn das Auto wiegt ja relativ wenig, wenn wir natürlich mit der Cargo-Version unterwegs sind. Und diese auch noch leer ist. Da muss man dann sagen, dann macht das Ganze hier schon ein wenig Fahrspaß fast schon. Das hat schon was. Ich muss allerdings natürlich gleich dazu sagen, dass alles hier sehr, sehr hellhörig, weil alles ausgeräumt ist, natürlich keine großen Dämmmaterialien mehr drinnen sind. Das merkt man dann auch relativ schnell. Wer da so ein bisschen schmerzbefreit ist, der könnte mit sowas dann sicherlich ein wenig Spaß haben. Ja. Die Lenkung ist leichtgängig, nicht allzu direkt. Das passt ganz ordentlich. Man erwartet jetzt hier auch keinen Rennwagen. Im Gegenteil, hier soll das ganze Auto natürlich überwiegend schnell und sicher die Fracht an den jeweiligen Lieferort bringen und das schaffen wir hier. Also der Motor ist hier gekoppelt an ein 8-Stufen-Wandlerautomatikgetriebe von Aisin.
Das harmoniert sehr, sehr schön mit dem Dieselmotor. Die Pkw-Variante, wenn ihr die sehen wollt, dann schaut doch einfach mal bei mir hier oben in den Link hinein. Da habe ich euch dann den Opel Combo Live verlinkt in der Langversion. Ihr findet natürlich auch in der Playlist hier den Citroën Berlingo als Fahrbericht oder den Peugeot Rifter. Da schaut einfach mal rein, da findet ihr sicherlich schon was. Wer jetzt aber unbedingt den Toyota ProAce City Verso fahren und möchte oder sehen möchte, der schaut mal beim Kollegen von Autonotizen rein. Für den habe ich tatsächlich die Pkw-Variante im Review gehabt. Jetzt aber zurück hier in die Frachtversion. Da muss ich sagen, ich fahre hier wirklich zum ersten Mal so ein Frachtding. Und ich muss sagen, das fährt sich schon sehr ordentlich. Das wirkt schon Pkw-ähnlich, wie sich es hier sitzt und anfühlt. Natürlich dadurch, dass das Ganze hier sehr hellhörig ist, merkt man, dass man hier in einer ausgeräumten Variante unterwegs ist. Dennoch, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt nichts vorhätte, keine Kinder hätte oder ähnliches, dann könnte man sowas natürlich schon mal fahren. Das ist sehr schön unauffällig, dann auch noch in weiß. Da kann man dann sich so ein paar Klebefolien schön drauf machen. Naja, und dann fährt man halt mit Ubi-Tested-Logo zum Beispiel rum. So ein kleiner Gag an meiner Seite. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Natürlich ein paar Offroad-Reifen drauf. Übrigens, es gibt auch für den Opel Combo und für die PSA-Versionen von dem 4x4-Anbieter einen Umbau. Und zwar Dangel ist das. Der baut die Dinger hier übrigens auf Vierradantrieb um. Da ist dann echter Allrad drinnen mit erhöhter Bodenfreiheit. Dann kommen noch gescheite Reifen drauf. Und dann kann man auch mit dem Ding kräftig ins Gelände. Hätte auch irgendwo was, finde ich. Oder was meint ihr? Schreibt mir doch jetzt mal so ein bisschen in die Kommentare, was ihr hier zu so einer Version sagt. Cargo-Variante, Transporter. Ist das noch etwas, was wir öfter uns mal anschauen sollen? Oder sagt ihr, nö, habe ich keine Lust zu, ich schaue mir lieber die Pkw-Variante an. Einfach mal bitten, unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt fahren wir hier doch langsam mal zu unserer Event-Location zurück. So, wir sind hier am Kontrastwerk in Köln angekommen mit der Toyota ProAce City Cargo Version. Ich kann euch nur sagen, bei rund 20.000 Euro geht es los inklusive Mehrwertsteuer. Es gibt dann natürlich alles, was ihr für die Pkw-Variante auch bekommt, plus viel praktikablere Sachen. Mir hat es ganz echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, mal so ein wenig einen Einblick in die Cargo-Version zu bekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst bitte nicht, jetzt den Daumen nach oben, den Kanal zu abonnieren und mir jetzt unten vor allem Kommentare dazulassen über das Video und über das Auto. So, Motor ist aus, parken und dann steigen wir nochmal aus und dann seht ihr tatsächlich hier nochmal das Auto im Finalen. Von mir aus war es das auch schon, wie jetzt erwähnt. Und ich sage jetzt Tschüss und Servus.